Einmal mit dem Rad ganz Niederösterreich umrunden, das war dieses Wochenende die Herausforderung bei der zweiten Auflage des Race Around Niederösterreich. 600 Kilometer und 6000 Höhenmeter waren da zu bezwingen. Österreichs bester Extremradsportler Christoph Strasser war dabei eine Klasse für sich. Normalerweise fährt Christoph Strasser beim Race Across America 5000 Kilometer am Limit und ist beim wohl härtesten Radrennen der Welt mit 6 Siegen auch Rekordhalter. Das Race Around Niederösterreich ist aber auch für ihn eine ganz besondere Herausforderung. In der Ebene bin ich mit meinen Zeitfahrqualitäten wirklich schnell gewesen. Und dann wollte ich natürlich halt den guten Speed mitnehmen bis ins Ziel. Und das ist am Schluss halt einfach, da sind dann so viele Höhenmeter und der Semmering und die ganzen Hügel. Und dann von der Donau auf ins Waldviertel, das war echt, da bin ich dann sehr blockt am Schluss. Aber ich hätte es natürlich ein bisschen gemütlicher machen können, aber dann ist man halt nicht so glücklich mit sich selber, wenn man es dann quasi nicht Vollgas macht. Und Strassers Vollgas ist für die Konkurrenz zu viel. Mit einem Schnitt von 34 Kilometern pro Stunde rast er zu einem neuen Streckenrekord und schafft die Runde um Niederösterreich in 17 Stunden und 30 Minuten. Er holt sich damit auch den österreichischen Meistertitel. Bei den Damen feiert die gebürtige Hollabrunnerin Elena Roch in ihrem überhaupt ersten Ultrarennen einen Heimsieg und überrascht damit alle Experten und auch sich selbst. Österreichische Meisterin, wie hört sich denn das an im ersten Moment? Ganz, ganz schräg. Also, wenn man das gestern wer gesagt hat, hätte ich gesagt, du spinnst. Auch im hinteren Feld übertrifft so manch einer die Erwartungen. Diese Herren etwa waren als Trio unterwegs mit einem Durchschnittsalter von über 76 Jahren und sind nach gut 25 Stunden ins Ziel gekommen. Man spürt jeden Muskel im Bein und am Körper, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man es dann geschafft hat und zufrieden ist und dann auch noch so geschafft hat, wie es wir geschafft haben, muss ich sagen, überwiegt es einfach die Schmerzen und die Freude überwiegt. Insgesamt haben 100 Radbegeisterte das Abenteuer gewagt. Die dritte Auflage des Race Around Niederösterreich soll nächstes Jahr wieder im Mai stattfinden.